Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Railroads Monday. Und wir wurden gerade schon wieder gefeuert. Ja. Toll. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Doch, Hände ausstrecken und nehmen. Du kennst dich damit aus, einfach so Dinge zu nehmen. Nee, das Päckchen muss ich noch ausliefern. Auf der Convention, glaube ich. Ach. Würde auch gern mit einem großmäuligen Alkoholiker-Roboter zusammenarbeiten. Das wäre so geil. Na gut, dann geh mal halt raus. Schmeißt du das Radio? Ich werde immer besser. Schon scheiße, dass ich mich nur an die kitschige Verlobungsparty von Sally und Matt erinnern kann. Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Es wäre unklug, da nochmal reinzugehen. Ja, warum denn? Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killer, Krokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Ja doch, indem du einfach reingehst. Dann halt nicht. Nein, da bin ich Rock. Ja, keine Ahnung, ob du Rockefeller bist. Ja gut, dann gehe ich halt zu Randalls Wohnung. Ach, nee, halt. Oh, falsch. Einmal kann ein einzelner Gegenstand mehrfach mit verschiedenen Objekten kombiniert werden. Ja, ist okay. Dann falsch. Auf zur U-Bahn. Muss jetzt zum Saufgelage gehen, da muss ich hin. Wenn du jemals festhängst oder eingesperrt wirst, denk daran, es gibt immer einen Ausweg. Okay. Das ist gut zu wissen. Immer ein Ausweg ist gut. Da ist eine Kiste. Sehr schön. Die Kiste, da kommt mir bekannt vor. Nimm mal. Was? Hä? Wieso? Seitenstraße, ja, da hat Matt hier hingekotzt. Bananenschale, oh, hier war Mario unterwegs und ist ein bisschen Kart gefahren. Eine Bananenschale. Boah. Fass ich nicht an. Dann halt nicht. Rutsch dir lieber drauf aus. Mülleimer voller Müll. Was kommt wohl als nächstes? Nee, die fass ich lieber nicht an. So, Mülleimer... Du hast ganz am Anfang vom Spiel gesagt, da findet man immer was Nützliches. Also such. Ich wühl nicht im Müll rum. Jedenfalls nicht mehr. Müllcontainer. Scheiße, wie das hier stinkt. Pfütze? Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Und dann? In die Jackentasche stecken? Ja klar. Habe ich was dabei, wo ich das reinstecken kann? Nö. Zurück. Ah, Straße. Ich bin mal so frei und nehme den Vordereingang. Aber wieso kann ich hier die Kiste... Ein Regenrohr. Ja, cool, ne? Hi. Hä? Da ist ein Loch im Regenrohr. Ja. Nützt gar nichts, wenn ich es mit meinen Händen zuhalte. Habe ich was zum Fixen? Hier, so eine Zeitung vielleicht. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ivo, braucht schon Pausen. Choose a life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television. Okay. Die Nachrichten von heute, schon heute. Na gut, dann gehen wir halt mal da rein, ne? Der Pato. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Cool. Hey, was geht, Padre? Man kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pater, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben?
Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Also der Synchronsprecher von dem Pater, der hat echt schon einen Scherenjob, also Hut ab. Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, ha? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Genau. Könnte ich nicht besser machen. Wahnsinn. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Blau? Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein. Das macht keinen Sinn. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen reden. Schon verstanden. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage, oder ignorieren Sie mich einfach? Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea gefeiert haben und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea. Das ist ein Ja, oder? Ha, Sie alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Ja, laufen Sie nicht weg. Billardkugel? Ein paar Billardkugeln. Nichts Besonderes an denen. Ja, aber trotzdem... Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Okay. Oha. Die Lampe. Was für eine kitschige Lampe. Ah, lieber nicht. Girlanden. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in eine Party-Location. Ich komm nicht ran. Die Idee war gut, doch Wendels Arme waren zu kurz. Die Dinger verwandeln... Mensch. Oh, Schüssel mit Mais. Irgendjemand muss hier Popcorn gegessen haben. Toiletten. Da sind also Toiletten, okay. Ist mir scheißegal, was da draußen abgeht. Hey. Ist mir scheißegal. Geht nicht auf. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Mir ist gerade nicht danach. Och, dann halt nicht. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Naja, vielleicht... Ah, nee, lass mal. Mir ist gerade nicht danach. Ach, dann halt nicht. Oh, herrlich. The cake is a lie. Schön. Mich hat man auch eingelegt. Ich hab auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Die lasse ich lieber offen. One up! Oh mein Gott. Da braucht man wohl eine Münze. Da muss man Münzen reinschmeißen. Ja, Captain Obvious und so, ne? Wahnsinn, gut erkannt. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Dieser Hase, ist das nicht der von Sam und Max? Der Sam hieß er, glaub. Somewhere. Beyond the sea, somewhere waiting for me. Welcome to... Ich nehme die blöden Poster nicht mit. Dann halt nicht. Gut, Hey, Elaine. Emergency Exit. Hey, der war doch gerade noch offen.
Also Hygiene können so manchen grausamen Scherz machen. Schminketui? Sieht aus wie so ein Schminketui für die Handtasche. Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Ich dachte, du kennst dich aus, so als Kleptomane. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Hey, irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen's mal nicht übertreiben. Oh. Dann halt nicht, nee. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich hab keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Die hat ja voll daneben geschüttet. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Ja, sehr lustig. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall, du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Oho, alkoholfreie Liköre. Papaya, Mango, Limone, Guave, Grapefruit, Passionsfrucht, Kiwi, Macadamia. Ach so. Litschi, Zimtapfel, Kokosnuss. Machen wir mal Zimtapfel. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probiere mal den Zimtapfel. Hey, gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Elaine, gib mal was von dem Kokosnusslikör. Tiffany ist ernsthaft saufen, oder wie? Gibt es eine Errungenschaft, wenn man die das alle hier, probiert? Da gibt's keinen Zweifel. Ist das widerlichste, was ich je probiert habe. Litschi-Likör, hm? Okay, her damit. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Wie wär's mit Limone? Einfach mal alles durchsaufen. Ist irgendwie wie Limonensaft trinken. Ich hasse Kiwis. Was soll's. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Wie die immer runtergeht und wieder hochkommt vor allem. Und immer nur mit einem anderen... mit einer anderen ganz Farbe toll, dann. Randall. Macadamia-Likör. Warum nicht? Oh, Orange ist bestimmt gut. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist super. Ich sag dich doch. Passionsfruchtlikör? Sowas gibt's? Scheint so. Und schmeckt scheiße.
Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Ich frag mich, wo das vorige Glas immerhin ist. Das ist auf einmal einfach weg. Ist es aber nicht. Guave. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Dann lässt es halt bleiben. Mango-Likör. Bin neugierig. Dachte, der wäre süßer. Einen haben wir noch. Okay, versuchen wir mal Papaya. Papaya, Papaya. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann 380 Dollar. Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall! Manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Na ja, gut, dann würde ich aber sagen, war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Randall's Monday. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Und immer schön die Däumchen drücken.